Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Wie findet ihr mein neues Haus? Das haben wir ja letztes Mal umgestaltet. Ich finde, es sieht bisher ganz nett aus. Also auf den Bildern, wie mir das Nook verkaufen wollte, sah das nicht so geil aus. Aber so in echt und im Dunkeln finde ich das gar nicht so schlecht. Vor allem, ich mag diese Drachenfischdinger da auf dem Dach drauf. Die sind richtig, richtig cool. So, wir haben heute alles Mögliche vor. Letztes Mal haben wir das Café gebaut und so. Das werden wir uns heute alles angucken. Erstmal möchte ich euch aber noch meinen neuen Luxuswagen zeigen. Und keine Ahnung, was ein Ammelding hier ist. Aber ich habe mir nämlich einen neuen Luxuswagen gekauft. Ich zeige den euch unten. Ich habe ja auch schon komische Leitern hingestellt. Das ist jetzt viel einfacher, mein Haus hier runterzukommen. Das finde ich sehr, sehr nett. So, Luxuswagen, Leute. Der kommt natürlich per Post. Man kennt's. Bin jetzt selber gespannt, wie groß er ist. Ja, er ist einfach richtig, richtig groß. Das ist voll geil. Kann man sich da rein... Nein, aber er kann hupen. Er kann hupen und er kann Licht anmachen. Mega, oder? Also das ist jetzt hier mein neues Auto. Und wenn ich dann mal Nicole auf ihrer Insel besuchen will, dann fahre ich da mit diesem Auto hin. Vielleicht ist das ja ein Amphibienfahrzeug. So, eine weitere Sache war natürlich, dass wir hier unsere Gyroiden... Leute, wie nennt man das? Heißen die Gyroiden oder heißen die Gyroid? Das waren ja so Fragmentteile. Und jetzt, wenn wir die ausbuddeln, dann sind das echte Gyroiden, wie man die aus alten Zeiten kennt. Die guten alten Zeiten, Leute. Nörgleut. Und hallo, schön Windows, dass du komische Sachen machst. Wir können hier jetzt richtig die Party machen, ne? Wer Gyroiden gar nicht kennt, das sind so kleine Wichtel, die Musik machen, wenn man sie hinstellt. Und zwar... Wir haben so richtig komische Gyroiden bekommen. Ich glaube, die kann man auch ausmachen. Genau, dann machen sie nichts mehr. Aber, ja, die machen jetzt halt mega Party zusammen. Macht der Linke. Warte, wir nehmen sie nochmal mit und gucken, ob wir irgendwo eine Musikquelle haben. Weil mit Musikquelle würden die sich, glaube ich, an die Musikquelle dranheften. Und das ist, glaube ich, eine super Idee. Ihr müsst mir übrigens nochmal einen Tipp geben, was ich hier hinbauen kann. Statt diesen Fake-Café, da muss irgendwas anderes hin. Müssen wir irgendwann mal abreißen. So, dann... Oh. Well, that's bad. Wieso bist du denn hier? Ah, aber es geht trotzdem. Warte, mach dann KK mit. Ich wollte nämlich auf jeden Fall diese Folge anfangen mit ein bisschen Gruppengymnastik, damit ich ein bisschen wacher werde. Los geht's. Ja, KK macht mit. Wie gut ist das denn? KK sieht so komisch aus, weil er keine Hose anhat. Er ist einfach völlig nackt. Okay, let's go. Also, war schon anstrengend, aber ist schon cool. Ein bisschen wacher werden hier um 8:30 abends. Warum nicht? Let's go. So, aber ich finde das schön, dass es auch geht, wenn er da ist. Und als nächstes auf dem Tagespunkt steht, wir gehen zu Nook. Denn die Nicole wollte diese schwarze Pergole haben, kaufe ich dir natürlich. Der gute Astro hat mir übrigens hier Nintendo Online gekauft. Das heißt, ich kann dir das sogar schicken, auch wenn ich glaube, das geht auch ohne Online. Aber auf jeden Fall danke an den Astro, dass er mir das spendiert. Kann ich auch wieder auf andere Inseln gehen. Und dann gehen wir zu Nook, weil wir müssen ja noch einen Kaffee einweihen, nicht wahr? Oh nein, ich habe zu lange gewartet mit der Zeremonie und jetzt kann ich die Zeremonie nicht mehr abhalten. Das ist ja richtig sad. Na gut, dann gehen wir einfach so zum Kaffee. Ist auch nicht so schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich wollte überhaupt gar keine Zeremonie feiern. Zeremonie sind eh nicht so toll. Aber auch ohne komische Zeremonie haben wir jetzt endlich das Kaffee mit Kofi, den wir in der letzten Folge gefunden haben auf dieser einsamen Insel. Kaffee Taubenschlag. Rund um die Uhr geöffnet. Oh, das ist auch richtig gut. Permanent geöffnet. So, ich bin jetzt gespannt, was man hier alles machen kann. Also klar, man kann Kaffee trinken. Ich hoffe, man kann auch Kakao oder sowas nehmen. Weil Kaffee, vor allem vom heißen Kaffee, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Alter, guckt euch diese Bilder an. Mit Eugene einmal auf jeden Fall. Dann ist da oben KK. Oh, wenn KK hier auftreten könnte. War das nicht in alten Teilen so? Was ist das denn hier? Das wäre auch richtig cool, wenn KK hier auftreten könnte. Auf jeden Fall, hallo Kofi. Hättest du vielleicht einen Kaffee für mich? Oh, danke, dass du mir auf der einsamen Insel die Nachricht überbracht hast. Wenn du jemals nach einer Tasse Kaffee ist, komm einfach herein. Kikori! Ich bin ja eine Taube und gar kein Kikerikirig. Auf jeden Fall kriegst du für 200 Sternis eine Tasse, willst du? Klar will ich. Gib mir deinen besten Kaffee, so wie immer. Mit ganz viel Zucker und ganz viel Milch und ganz, ganz wenig Kaffee, bitte. Das sieht mir ein bisschen zu schwarz aus. Nein, Kofi! Okay, Kofi hat gar keinen Plan, wie ich meinen Kaffee mag. Nämlich am liebsten ohne Kaffee drin, tatsächlich. Hier, bitteschön. Einmal Spezialität des Hauses. Viel Spaß beim Kaffee. Genuss. Jetzt war ich kurz ein Esel. Es tut mir leid. Ah, oh ja, lecker Schmecker. Das ist der beste Kaffee, den ich jemals getrunken habe. Ah, lecker Schmecker. Das war sehr gut, Kaffee. Guck mal, er hat da hinten auch noch ein Lager. Ob man da jemals hinkommt? Ich vermute nicht. Aber man kann auch so noch mit ihm sprechen, oder, Kofi? Wieso redest du mich an, wenn du nicht auf einem Hocker sitzt? Das geht doch nicht.
Da redet ihr tatsächlich nicht mit ein. Man kann hier auch mit Freunden zusammen abhängen, I guess. Oh, tut mir leid, da ist reserviert. Wie, da ist reserviert? Hier ist aber kein Reservatsschild. Darf ich mich denn hier hinsetzen? Nein, tut mir leid. Auch da ist reserviert. Oh, ich würde gerne mit Freunden was trinken. Aber gut, dann hole ich mir hier halt ein Amiibo daher. Hallo, Sie sprechen mit dem Amiibo Callcenter. Möchten Sie jetzt jemanden einladen? Klar, ich habe hier nämlich tatsächlich ein paar Amiibos. Also mit meinem Pikachu oder Pichu Amiibo wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich habe auch welche von Animal Crossing. Warte. Der von Ihnen kontaktierte Kunde wird in Begleitung erscheinen. Bitte warten Sie bis dahin im Café. Guck mal, da sind Sie! Richtig geil. Ey, das finde ich richtig cool von Nintendo, dass man dann so eine Figur hier hat und dann quasi in-game zum Leben erwecken kann. Richtig cool. Ich setze mich neben Björn, weil den habe ich auch eingeladen. Das ist mein Best Friend. Ne, Björn? Wir sind beste Freunde. Oh, ich krieg gar keinen Kaffee. Ihr habt einfach ohne mich bestellt. Oh, hallo. Mein Björni-Bärchen hat gesagt, dass er herkommt und da musste ich einfach auch mit. Ja, ich will aber mit euch schlürfen. Kofi, gib mir noch einen Kaffee. Wenn du alleine hier bist, setz dich doch an die Theke. Ich bin nicht. Ich hab hier Freunde. Ich hab hier Freunde. Kofi, glaub mir nicht, dass ich Freunde habe. Ich bin nicht alleine. Was ist denn, wenn ich mir jetzt einen Kaffee bestelle? Ja, gib mir einen, aber ich möchte die bitte mit meinen Freunden zusammen trinken. Haben die gesagt, wir sind keine Freunde? Oh, immer noch sehr, sehr gut. Klasse! Geschmacklich intensiv und sehr harmonisch, so wie ich ihn liebe. Oh, gibt's beim Kaffee genau dasselbe wie beim Wein, dass das so nussig schmeckt mit einem Abgang von Moos oder so? Wie Bach, zu viel Kaffee macht nervös. Und sorgt für Schweißausbrüche und dass dein Herz richtig schnell anfängt zu pochern. Aber ich dachte, ich könnte jetzt mit denen hier zusammen Kaffee trinken, aber anscheinend wollen die mich nicht dabei haben. Dann habe ich euch heute eingeladen, dass ihr hier eure liebelstultischen Sachen machen könnt. Und ich gehe dann mein Single-Dasein nach. Ist okay, ist vollkommen in Ordnung. Tschüss. Dann probiere ich jetzt nochmal den KK aus. Ich weiß, der ist gerade eigentlich auf meinem Rathausplatz. Ja, er ist auch da. Aber auch er, hä? Er sollte eigentlich gerade am Rathausplatz seine Scheiße spielen. Ey, KK sieht richtig komisch aus, weil er einfach nichts anhat. Genickst über ein frisches Käffchen, um die Lebensgeister der Musik in mir in Schwung zu bringen. Ja, ich würde gern mit dir trinken. Es geht einfach nicht. Das ist sad, oder? Dass man nicht mit dir zusammen trinken kann. Gut, trink du deinen Kaffee aus, ich gehe woanders hin. Okay, also das ist das Kaffee. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen darüber. Aber das haben wir jetzt auch. Ist doch schön, ist doch schön. Was gibt's sonst noch so für Neuigkeiten, Leute? Mir hat gestern der Leandro gesagt, dass er ausziehen will. Das ist ja dieser grüne Löwen-Hannes. Heißt, den müssen wir auch noch mal einmal kurz verabschieden von der Insel. Oh, er hat schon alles gepackt. Also eigentlich ist Leandro schon cool. Vor allem seine Pfötchen. Guckt seine Pfötchen an. Wie süß sind die denn? Oh mein Gott. Aber ja, keine Ahnung. Leandro hat nicht so richtig in meine Stadt gepasst. Deswegen ist das schon in Ordnung, dass er geht. Ey, es ist mir zwar etwas peinlich, doch ich möchte mich für deinen Rat bedanken. Du hast einen größeren Einfluss auf mein Leben gehabt, als du jemals wissen wirst. Ach, genug der Herzenthemen, aber ganz ernsthaft, danke. Ja, gut, er war jetzt auch gar nicht so lange da, aber wir haben ihn verabschiedet. Dann ist er ab morgen weg. Und das Tolle ist, wir können dann natürlich wieder neue Bewohner suchen. Und es gibt ja neue Bewohner in den Update 2.0. Heißt, ich werde wahrscheinlich versuchen, einen davon zu bekommen. Dann für den nächsten Punkt müssen wir auf Harfs Insel gehen. Da haben wir letztes Mal auch ein paar Sternis ausgegeben. Und ich war noch ein paar weitere Tage hier. Deswegen, guck, da sitze ich schon wieder. Björn und... ich habe schon wieder den da vergessen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon drei einzelne Sachen hier. Beziehungsweise vier sogar. Guck mal, der Rainer ist jetzt heute eingezogen. Wir können ja aber zuhören, was die so zu sagen haben. Ich sag's ganz ehrlich, denn so bin ich nun mal. Es gefällt mir nicht, mich so fest niederzulassen. Manchmal will man einfach nicht gefunden werden. Du verstehst. Aber für Harvey, für den mache ich glatt eine Ausnahme. Ja, das ist natürlich mega praktisch, weil so muss man nicht immer auf sein komisches Schiff warten, dass man mal Kunst ersteigern kann. Ich hoffe, dass es hier in Zukunft nicht nur Bilder gibt, sondern tatsächlich auch Skulpturen und sowas. Und das scheint auch eine Tombola zu haben. Mal gucken, was er so kann. Ein Los, 500 Sternis. Klar, da bin ich doch dabei. Und wir kriegen die Nummer 16. Das bringt dir eine Orangensaftdose. Geil. Erstmal schlürfen. Ah, lecker. Danke. Danke, Rainer. Du bist der Allerbeste. Die Sache bei Rainer ist aber mit seinen Gemälden. Ich weiß aber nicht, welche ich schon habe, weil ich die ja alle mal durchgegangen bin bei meinem Video, welche echt sind und welche nicht. Deswegen. Oh. Ist mein Gedächtnis da richtig, richtig dumm. Aber ich glaube, den Typen hier habe ich noch nicht. Nee, kommt trotzdem erst morgen an. Komisch, und wenn das jetzt eine Fälschung ist, dann ist er ja trotzdem hier. Das ist nicht so vorteilhaft für dich, Mr. Rainer. Aber ist in Ordnung. So, dann haben wir Esmeralda, die Wahrsagerin. Kihamuata! Hm? Du hast etwas an dir. Ich kann es sehen, oh ja.
Nur ich, Smeralda, spüre deine Wahrheit. Und für nur 1000 Sternis teile ich sie mit dir. Ja, bitte, bitte. Was möchtest du erfahren? Wie steht die Freundschaft? Ich habe deinen Wunsch vernommen. Lass mich die Kristallkugel nach der Freundschaft zwischen dir und Huschke befragen. So schließe denn deine Augen. Kiamuata! Kiamonudata! Sella der Slatirs! Da ist er, der Huschke! Ich sehe ihn ganz genau vor mir! Oh, ich sehe etwas, ja! Ich sehe, wie ein Nachbar seinen Nachbarn erkennt, so erkennt dich auch Huschke. Wie angenehm! Aber vielleicht möchte dich diese Person besser kennenlernen, vielleicht. Okay, also Huschke mag mich absolut gar nicht. Ist in Ordnung. Oh, was? Lass mich die Geizel befragen. 10.000 Sternis? Das muss ja die fantastischste Wahrsagerei ever sein. Let's go. Also für 10.000 erwarte ich schon irgendwas richtig Krasses. Oh, ich habe deinen Wunsch vernommen. Ich werde die Geister bitten, die Bande der Freundschaft zwischen dir und Huschke zu stärken. Schließe deine Augen erneut. Kiamuata! Remi rüft Waffe zum Wurf! Und was hat deine Kugel gesagt? Hat sie was Gutes gesagt? Deine Freundschaft wurde vertieft. Jetzt bin ich Best Friend mit Huschke, oder was? Das wäre richtig cool. Richtig die Voodoo-Zauberin. Oh, okay, Smeralda ist cool. Kann man sich die Zeit sparen, sich um seine Freunde zu kümmern? Man geht einfach zu Smeralda, gibt ihr ein bisschen Geld. Denn Geld kann auch Freundschaft kaufen. Das haben wir jetzt gelernt durch Smeralda. Danke, Smeralda. So, dann haben wir hier jetzt noch Björn und... mein Brain ist so dumm, ne? Ich habe die vor 10 Sekunden ja quasi im Kaffee gesehen und ich weiß es trotzdem nicht. Hallo Björn. Dieser Trailer gibt Björn die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Wir werden so viel Spaß haben. Umgestalten der... Man kann die Geroiden umgestalten? Ich kann mein Schlüsselschälchen umgestalten. Und das kann jetzt wirklich nur er, ja? Und sogar nur für Sternis. Man muss also nicht irgendwas extra kaufen. Okay, ich nehme das in Silber. Silber ist hübsch. Da, 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 da. Ihr guckt! Aber ich mag sein Blick ist richtig cool. Fertig! Danke! Spitzenmäßig, oder? Wenn du noch was hast, was ich mir verknüpfen soll, immer her damit. Ah, okay, man kann nur die Farbe verändern, aber Geräusche macht er wahrscheinlich dieselben. Das ist schon cool in Blau, ne? Das ist wie dieses Thaddäus-Meme. Die Zukunft! Die Zukunft! Ja, das finde ich gut. Dafür brauche ich ganz viele oder kann ich dieses Meme machen. Nice, dann können wir noch einmal kurz unsere Haare verändern. Würde ich ja in der Realität niemals machen. In der Realität schneide ich mir jetzt immer selber die Haare. Sieht auch in Ordnung aus. Ja, Trude, mach mal irgendwas. Ich finde meine Haare zwar toll, aber können wir ja jederzeit, hoffentlich, am Spiegel wieder ändern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin aufgeregt. Nein, bitte mach nicht irgendwas Schreckliches. Ich hasse das ja, zum Friseur zu gehen. Also wirklich, danach mag ich mich selber und meine Haare für mindestens 2 Wochen gar nicht mehr. Bis das so ein bisschen rausgewachsen ist. Kennt ihr das? Oh Gott, nein! Oh, die machen das immer zu kurz, egal. Ja, genau! Ach du Scheiße, nein! Nein, 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 nein. Oje, oje. Bitte, bitte mach was anderes. Ja, bitte mach was anderes. Das ist ja schrecklich. Nein, 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 nein. Gib mir wenigstens eine männliche. Eine männliche Frisur. Perfekt. Danke für meinen neuen Haarschnitt. Oh Gott, ja, ich gehe nie wieder zum Friseur. Friseure sind so eklig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kriege ich gleich wieder Goosebumps. Achso, und hier ist übrigens auch so ein neuer Bankautomat. Richtig cool, kann man nämlich sich Geld auszahlen lassen. Ist praktisch, damit man nicht wieder auf seine Insel zurück muss, um sich hier noch weitere Sachen zu holen. Und ich habe auch schon gesehen, eure Bewohner spenden hier tatsächlich auch. Veteran, der dir Zugang zu deinem Lager verschafft. Warum auch immer, guck, es sind schon 2850 Sterne da drin und die habe ich nicht da reingetan. So, machen wir voll, easy. Und darunter kann ich mir halt gar nichts vorstellen. Was für ein Veteran mit einem Lager, hä? Also ich weiß gar nicht, was für ein Charakter das sein soll. Gut, werden wir aber auch irgendwann sehen. Und dann können wir hier noch ein bisschen chillen am Feuer. Ganz alleine. Ohne Freunde. Ach, mein Leben ist schwer. Aber ja, das waren dann erstmal die neuen Sachen, die wir heute so erlebt haben. Beim nächsten Mal könnten wir dann nochmal mit diesen Bootstypen da, mit den Kapitänen, auf andere Inseln gehen. Weil da soll es ja ganz coole verschiedene Inseln geben. Und vielleicht
kann man da ja auch neue Bewohner kennenlernen. Wenn die so ein bisschen wie Meileninseln sind, dann ist das natürlich, dann wäre das sehr, sehr cool. Oh, vielleicht kann man die neuen Charaktere tatsächlich auch nur über Kapitän finden. Kann das sein? Oh, dann gucken wir da frühestens morgen mal rein. Aber das wäre es dann mit dieser kleinen Folge gewesen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.